Gefährlicher Hinterhalt. Noch immer bewegen wir uns mitten in der Spionageaffäre von Kardinal Richelieu und Milady. Er war in ihrem Zimmer und ist uns trotzdem entkommen? Ja, und ich weiß nicht wie. Es besteht kein Zweifel, dass D'Artagnan im Palast war und die Wachen dort haben es gewusst. Aber da es sich um Trevilles Musketiere handelt, werden sie nichts sagen. Unser Versuch, sie zu diskreditieren und ihnen die Kontrolle des Palastes zu nehmen, ist fehlgeschlagen. Was sagte die Königin, als sie ihr Schlafgemach betrat? Dass sie geschlafen habe, aber das Durcheinander ihres Zimmers sagte etwas anderes. Ich habe keinen Zweifel, dass sie ihm geholfen hat zu entkommen. Es ist doch offensichtlich, Eminenz, dass jemand dort gewesen war. Unter den obwaltenden Umständen konnte ich nichts weiter tun, oder hätte ich der Königin sagen sollen, dass ich den Raum durchsuchen will? Aber ich kriege sie schon noch in die Falle. Aber wie konnte D'Artagnan aus dem Palast entweichen, ohne gesehen zu werden? Vielleicht durch einen Geheimgang. Ein Geheimgang? Meine Spione berichteten mir, es gäbe da geheime Gänge, die aus dem Palast hinausführen, Eminenz. Ein Jammer, dass wir das nicht vorher gewusst haben, aber es würde unserem Unternehmen sehr dienlich sein, wenn wir einen dieser Gänge entdeckten. Euer Eminenz, meine Informanten sagen, es führten zwei Gänge in die Gemächer der Königin. Einer von der Seine aus und ein anderer aus dem Wald westlich des Palastes. Gut, dann werden Wachen an den Ausgängen Tag und Nacht lauern und die geheimen Botschaften der Königin abfangen. Wenn ihr erlaubt, euer Eminenz, so übernehme ich einen der Ausgänge. Das könnt ihr wohl gerade noch schaffen, Eminenz. Mhm. Einverstanden, Widimer. Ihr werdet den Ausgang im westlichen Wald bewachen. Wenn es beliebt, Eminenz, so würde ich den Ausgang am Fluss übernehmen. In Ordnung, Rochefort. So werden wir bald die Beweise haben, um die Königin des Verrats anzuklagen. Es scheint unglaublich, aber wenn das wahr ist, was ihr sagt, D'Artagnan hat euch diese Lady hypnotisiert und euch dann befohlen, die Königin zu ermorden. Ja. Diese Bestie Richelieu ist noch gefährlicher, als ich geglaubt habe. Könnt ihr mir die Dame beschreiben, D'Artagnan? Wie sah sie aus? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass sie bildschön war. Bildschön und eine Spionin des Kardinals? Milady. Ich bin zwar nicht sicher, Monsieur, aber ich ahne, wo sie sein könnte. Milady nannte dir sie? Wo ist sie? Sie hat den Ruf, schlau und erbarmungslos zu sein. Wer ihr genügend Geld gibt, für den tut sie alles. Mir scheint, ihr wisst einiges über diese Lady Porthos. Nicht direkt, Monsieur. Nur, was man so hört. Ich verstehe. Nun zu euch, D'Artagnan. Ja, Monsieur. Bis diese ganze Affäre bereinigt ist, seid ihr in Haft. Das ist ein Befehl. Versucht ihr zu entfliehen, seid ihr aus dem Chor der Musketiere des Königs ausgeschlossen. Wenn Richelieu glaubt, wir hielten D'Artagnan für schuldig, wird er leichtsinniger werden. Ihr drei seid mir verantwortlich, dass D'Artagnan in seiner Zelle bleibt, oder ich werde euch alle rausschmeißen. Verstanden? Jawohl, ja, Monsieur. Es ist nicht für lange, mein Junge. Irgendwo hier in der Nähe müsste der Ausgang sein. Ich bin sicher, Rochefort hat diese Gegend gemeint. Das hier sieht mir ganz so aus. Rocheforts Informant hat sich anscheinend doch geirrt. Nirgendwo das kleinste Zeichen eines Eingangs. Ich ruhe mich ein bisschen aus. Hier ging's doch das letzte Mal nicht auf. Vielleicht klemmt es. Was zum... Ein Moment bitte! Ich will mit euch reden! Wartet! Wartet! So wartet noch! Kutscher, halte sofort an! Anhalterlung! Danke. Wer seid ihr? Ich weiß nicht, warum man euch verfolgt hat, aber jetzt seid ihr sicher und das ist auch das Wichtigste. Ich bin euch so dankbar. Ich kann gar nicht sagen, wie. Es war mir ein Vergnügen. Fahr schneller, Kutscher, und halt dich an, bis ich es befehle. Jawohl, Madame! Ja! 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 Keine Angst mehr, euer Verfolger ist weit hinter uns. Er kann uns auf gar keinen Fall mehr einholen, da bin ich vollkommen sicher. Euer Name ist, glaube ich, Juliette, nicht wahr?
Aber woher kennt ihr denn meinen Namen? Ich kenne auch den Namen eures Freundes D'Artagnan, der heute Nacht im Palast gewesen ist. Dann seid ihr also die, die ihn hypnotisiert hat. Natürlich, ich sehe, ihr seid ein schlaues Mädchen, aber leider nicht schlau genug. Jetzt werdet nämlich ihr bezeugen, dass D'Artagnan letzte Nacht versucht hat, die Königin zu ermorden. Ich liebe ihn. Ich werde ihn nicht für eure Tat beschuldigen. Au! Oh, du Luder, du! Halt an! Was wolltet ihr denn da tun? Euch umbringen, blödes Weibsbild! Bleibt sofort stehen! Ihr entkommt mir nicht! Ich werde es jedenfalls versuchen! Na dann, versucht's! Du entkommst mir nicht! Gib's auf, du dumme Pute! Bleib stehen! Dein Zeugnis zu wichtig, als dass ich dich fallen ließe. Lieber sterbe ich, als D'Artagnan zu verraten. Wenn du ein bisschen schwerer wärst, könnte sich dein Wunsch erfüllen. Oh, ihr Ärmel ist abgerissen. Das kann sie auf keinen Fall überlebt haben. Jetzt habe ich meine Zeugin verloren. Ihr sagt, ihr hättet sie gefangen und dann ist sie euch entwischt. Das ist etwas schwer zu verstehen, Milady. Ich entschuldige mich dafür, Eminenz. Zumal Kapitän Widimer mir sagt, er wollte sie gerade verhaften, als ihr auf der Szene erschient. Das hört sich an, als wolltet ihr sie erretten, Madame. Welchen Grund sollte ich haben, so etwas zu tun, Eminenz? Bei euch ist alles möglich, Milady. Ihr seid doch stets demjenigen gegenüber loyal, der euch am meisten bezahlt. Eure Anklage ist unfair und ungerecht, euer Eminenz, denn ich bin euch nie ungetreu gewesen, noch gab ich euch je Grund, mir zu misstrauen. Hier ist der Beweis dafür, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Beweis? Was ist das? Dies ist die Manschette des Kleides von Juliette. Ein Kleiderfetzen soll der Beweis ihres Todes sein? Selbst wenn sie überlebt hat, was ich bezweifle, können wir sicher sein, dass wir sie in der Hand haben und erwischen sie, wenn D'Artagnan versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Ein sehr guter Plan. Wenn wir ihn erwischen, bringen wir ihn zum Sprechen und das bedeutet das Ende von Treville und seinen Musketieren. Genau so, Eminenz. Überlegen wir uns also den besten Platz, um D'Artagnan zu fangen. Ich würde sagen, Schloss Galin, euer Eminenz. Gut, bereitet alles vor. Widimer sorgt dafür, dass D'Artagnan glaubt, Juliette befände sich in unserer Hand. Jawohl. Also ich finde, dass Monsieur de Treville ihn zu hart bestraft und ihn wie einen gemeinen Verbrecher behandelt. Nur zu seinem Besten. Du weißt doch, wie sprunghaft D'Artagnan sein kann. Für mich gibt's gar keinen Zweifel, dass ihn der Kapitän nur beschützen will. Aber wie lange will er ihn hier drin lassen? Planchet, was gibt's denn? Ich habe eine Nachricht für meinen Herrn. Ich muss ihn sprechen. Es ist dringend. Natürlich, Planchet. Besuche sind erlaubt und sicher freut er sich über Gesellschaft. Aber ich fürchte, ich habe keine gute Nachricht für ihn. Auch das noch. Monsieur. Hallo, Planchet. Hier seht, Monsieur. Es wurde mir eben zu Hause von diesem Kapitän Widimer übergeben. Er sagte, dass ihr, wenn ihr das Leben seiner Besitzerin retten wollt, zum Schloss Galar kommen sollt. Zeig her, es ist ein Fetzen von Juliettes Kleid. Ihr Parfum, diese Elenden, sie haben sie schon wieder entführt. Wohin soll ich kommen? Er sagte, ihr solltet zum Schloss Galar kommen. In Ordnung, bring mir mein Pferd, beeil dich. Hab ich schon mitgebracht, es steht draußen vor der Tür. Entschuldigt. D'Artagnan, wo willst du hin? Tut mir leid, aber ich muss es tun. Wenn ich zurückkomme, sage ich dem Kapitän, dass ihr nichts mit meiner Flucht zu tun habt. Kümmere dich nicht um uns, aber was ist mit dir? Wenn du auch nur einen Schritt aus dem Gefängnis tust, gehörst du nicht mehr zu dem Chor der Musketiere des Königs.
Ich muss es tun. Dann sag uns wenigstens warum. Ich möchte euch da um keinen Preis hineinziehen. Bitte, es ist eine rein persönliche Sache. Blanchet, weißt du, was hier vorgeht? Mademoiselle Juliette wird auf Schloss Gala gefangen gehalten. Jetzt verstehe ich natürlich, warum D'Artagnan alles aufs Spiel setzt. Das ist eine Falle. Manchmal gibt's Zeiten, da hast du einfach keine Wahl, als ins Feuer zu springen, auch wenn du weißt, dass du dich dabei verbrennst. Ich gehe mit ihm. Und was machen wir? Wir werden doch Aramis nicht das ganze Vergnügen allein überlassen. Und wenn wir von den Musketieren entlassen werden, dann nur, weil wir zu unserem Motto stehen. Alle für einen! Mein Herr mag ja ein bisschen verrückt sein, aber diese Burschen sind total übergeschnappt. Was? D'Artagnan hat meinen Befehl missachtet? Hat er gesagt, wohin er will? Jawohl, Kapitän, nach Schloss Gala, Monsieur. Porthos, Athos und Aramis folgen ihm dicht auf, Monsieur. Sie wollen D'Artagnan vielleicht zurückholen? Nein, Monsieur, Sie sagten, ich möge euch informieren, dass Sie Ihrem Freund auf jeden Fall helfen wollten, egal welche Strafe Sie dafür später erwarte. Sehr gut, geht auf euren Posten zurück. Jawohl, Monsieur. Ich kenne diese Musketiere und ich weiß, dass sie nicht ungehorsam sein würden, wenn nicht äußerste Gefahr drohte. Der Kardinal hat damit zu tun. Er bereitet irgendwas vor. Das spüre ich in allen Knochen. Natürlich eine Falle. Was kann es anders sein? Paul, komm bitte sofort her. Ja, Monsieur. Paul, ab sofort höchste Alarmbereitschaft. Das Korps soll in einer halben Stunde zum Manöverabmarsch bereitstehen. Und beobachte bitte den Palast mit Luchsaugen. Wie ihr befehlt, Kapitän. Das ist ein Spiel mit hohem Einsatz. Es geht nicht nur um das Schicksal der Vier, sondern um die Existenz des ganzen Chors. Aber ich liebe Spiele. Ist euch dreien klar, was ihr tut? Ihr werdet aus dem Chor der Musketiere entlassen. Hast du unser Motto vergessen, D'Artagnan? Es heißt einer für alle und alle für einen, alter Freund. Und wir tun, was getan werden muss. Danke. Das ist Schloss Galar. Ist ja wirklich mächtig befestigt. Sind alle Männer auf ihren Posten? Jawohl, Eminenz. Wenn D'Artagnan in das Schloss auch hineinkommt, hinaus kommt er nicht mehr. Und die Außenposten stehen alle bereit? Stehen alle bereit. Ich habe einen Teil der Garden zwischen die Felsen postiert für den Fall, dass er trotzdem aus dem Schloss flüchten könnte. Dann erwischen wir ihn. Ein sehr umsichtiger Plan. Merkt ihr was, Freunde? Ja. Es wird leichter gehen, als wieder rauszukommen. Er kommt in Begleitung von Athos, Porthos und Aramis. Das ist vorzüglich. Jetzt kann ich sie als Komplizen seiner Verschwörung anklagen. Ganz Frankreich wird an diesen Verrat glauben. Kommt, wir werden sie so empfangen, wie sie es verdienen. Hört mir zu, ihr da im Schloss. Ich bin D'Artagnan, ehemaliger Kadett der Musketiere des Königs. Ich komme her wegen Mademoiselle Juliette. Bringt sie sofort her zu mir! Ich bin Aramis, ehemaliger Musketier des Königs, und ich stimme allem bei, was D'Artagnan soeben sagte. Lasst Mademoiselle Juliette frei! Ehemaliger Musketier Porthos! Athos, ehemaliger Musketier! Ihr Verrätergesindel, eine Dame als Geisel zu nehmen, wie könnt ihr leben mit solch einer Schande? Öffnet die Tore! Was soll dieser Lärm? Öffnet die Tore! Augenblick, das sieht mir verdächtig aus. Ganz wie eine Falle. Ihr beide wartet für alle Fälle hier draußen. Da ist Juliette! Sei vorsichtig, mein Freund, es kann eine Falle sein. Bist du sicher? Wieso denn nicht? Juliette! Wer ist nicht zu halten? D'Artagnan! Juliette! Juliette! Ein Trick! Sie haben mich ausgetrickst! Es ist nur eine Puppe! Endlich! Ich habe ihn, den Kerl! Los! Vorsicht! Fang diese Verbrecher los! Ich bin sicher, sie ist überhaupt nicht hier. Völlig klar, der, den sie haben wollen, der bist du. Genau so ist es, Aramis. Aber seitdem ihr drei anderen so freundlich wart, ihn zu begleiten, wird es uns ein Vergnügen sein, euch alle vorher fertig zu machen. Und nun werdet ihr euch sofort ergeben. Du nimmst Widimir und ich Rochefort. Auf sie!
Ich hörte, ihr wäret ein großer Fechter, Monsieur Rochefort. Aber ihr seid kein Gegner für mich und das wisst ihr. Ihr seid der, der aufgeben wird. Aber nicht doch, Monsieur. Ha! Gardisten! Gardisten! Herbei, helft mir! Dies ist ein rein persönliches Duell zwischen Kavalieren. Ich denke, wir sollten reingehen und mitmischen. Sie wollen den ganzen Spaß allein haben. Aramis! D'Artagnan, mach das Tor auf! Nein, so geht's nicht. Sollen wir nicht versuchen, ihn aufzuhalten? Wozu? Kein Mensch ist imstande, dieses Tor aufzubrechen. Kommt her, ihr elenden Feiglinge, kommt her und kämpft! Die fegen mir den ganzen Hof leer. Ich alarmiere die Garden draußen und die auf den Wehrgängen. Achtung, es geht los! Aufstellung! Seine Eminenz sagt fertig zum Kampf! Komm zurück, die Gardisten umzingeln uns von allen Seiten! Porthos hat recht, wir müssen hier sofort verschwinden oder sie nehmen uns gefangen, D'Artagnan! In Ordnung. Meine Männer unterliegen. Bogenschützen, anlegen! Na los, beeil dich! Rochefort, geht aus dem Weg! Schießt, ihr Narren! Ab geht's! Ergreift sie, Gardisten! Ja. Da kommen sie, anlegen! Wir haben nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir ergeben uns oder wir fallen im Kampf. Du kennst meine Entscheidung. Es tut mir so leid, Freunde. Das war alles mein Fehler. Wart's ab. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Hervorragend. Ich hätte nur einen Verschwörer gebraucht, um Treville zu stürzen. Und nun habe ich gleich vier. Erlaubt mir, euch zu gratulieren, Eminenz. Gefangen nehmen, aber nicht töten. Ich brauche sie lebend. Attacke, los! Ja! Lebt wohl, Freunde. Danke für die Freundschaft. Einer für alle. Und alle! Treville muss verrückt sein, mich auf diese Weise herauszufordern. Willkommen, Kapitän. Was hat das zu bedeuten, Treville? Welche angenehme Überraschung, Eminenz. Ich bin erfreut, euch zu sehen. Ich veranstalte gerade in dieser Gegend Waffenübungen mit meinen Männern. Ganz zufällig natürlich. Tatsächlich, Eminenz. Aber ich freue mich, dass ihr hier seid. Jetzt könnt ihr einmal meine Musketiere in voller Aktion beobachten. Verräter, ihr habt versucht, Gewalt gegen mich anzuwenden. Verzeiht, Eminenz. Wie könnt ihr denn so etwas glauben? Es war ein 21er Salut auf Ehre und Gewissen. Oh ja, ich habe verstanden. Apropos, welch interessantes Zusammentreffen. Ich sehe, auch ihr veranstaltet gerade Manöver mit euren Garden, Eminenz. Ja, natürlich. Ich sehe da, dass ihr nicht recht zufrieden mit ihrem Auftreten seid.
Das war eine sehr gute Idee von euch, sie persönlich zu drillen, Eminenz. Mhm, ich bin froh, hergekommen zu sein. Von nun an werde ich solche Störenfriede härter bestrafen lassen. Keine unnütze Mühe, Eminenz. Ich werde sie schon selbst bestrafen. Dafür, dass sie meine Befehle nicht befolgt haben. Die königlichen Musketiere Porthos, Athos und Aramis und der Kadett D'Artagnan werden hierdurch unter Arrest gestellt. Meine Ehrerbietung, Eminenz. Eines Tages werdet ihr dafür zahlen, Treville. Monsieur Treville hat den Plan des Kardinals, die Musketiere in Verruf zu bringen, vereitelt. Hätte er es zum Kampf kommen lassen, wenn Richelieu nicht klein beigegeben hätte? Auch Trevilles Grundsatz ist, einer für alle und alle für einen. In unserer nächsten Geschichte erleben wir, wie der Kardinal neue Fallen stellt, um Juliette aus dem Weg zu räumen. Gleichzeitig gewinnt D'Artagnan einen neuen Freund, mit dessen Hilfe er lernt, dem schwarzen Schnurrbart einen Strich durch die Rechnung zu machen und seine Geliebte zu retten.